Vorsichtig, nicht aktivieren. In Position, Leute! Ruhig bleiben! Ja! Zerstören Sie das Atemgerät! Ins Gewicht schießen! Na toll. Munition. Alle noch am Leben? Jawohl. Der Verbrennungsofen ist aus. Wie kriegen wir diese Tür auf? Hätte nichts dagegen, hier abzuhauen. Sie lässt sich nicht von hier aus öffnen. Halt. Ich höre da draußen was. Da kommt jemand. Das muss nichts Gutes heißen. Captain Blazkowicz, Sir, hören Sie mal. Draußen ist irgendjemand. Ich will es eigentlich nicht wissen. Wie kommen wir jetzt hier raus? Okay, wir müssen einen Weg finden. Leute getötet. So viele, dass ich mit dem Ziel nicht nachkomme. Oder ist das Story? Ja, das ist Story. Oh nein. Die Sache. Sie. Ich kenne sie. Oh. Sie gefallen mir. So widerstandsfähig. Das wurde mir schon gespoilert bei Teil 2. Große Dinge erreichen. Oh, ich mag die Augen. Rühren Sie ihn nicht an! Und ihr... gefallen mir auch. Seine nicht! Sie sind bereits kaputt! Ein Jammer. Augen? Captain Blazkowicz, helfen Sie bei der Entscheidung. Was meinen Sie? Welcher der beiden Probanden ist wohl am besten geeignet für meine Forschung? Ich habe keinen Platz für Testobjekte. Falls Sie also meine Bitte ablehnen, müsste ich beide zerlegen. Und das würde den ganzen Tag dauern. Ich mach's Ihnen lang. Alles, was Sie tun müssen, ist denjenigen anzusehen, den ich sezieren soll. Ach, Scheiße. Nur zu, Captain. Treffen Sie eine Wahl für mich. Eine Wahl. Oh, Scheiße. Das kann ich nicht. So stur, Captain Blazkowicz. Gute Eigenschaft. Die meine ist Geduld. Endlose Geduld. Welche wohl stärker ist? Ihre Sturheit oder meine Geduld? Die Aufgabe ist wirklich nicht schwer. Sehen Sie sich einfach nur den an, den ich auswählen soll. Ich warte. Oh, fuck. Ich kann die Entscheidung nicht treffen. Ja.
verdammt. Alle tot. So ein Trick. Das bringt also nichts. Nur zu, Captain. Treffen Sie eine Wahl für mich. Ach, verdammte Scheiße. So stur, Captain Blaskowitz. Gute Eigenschaft. Nein. Die meine ist Geduld. Endlose Geduld. Also, welche wohl stärker ist? Ihre Sturheit oder meine Geduld? Also er ist eindeutig älter. Also von der Moral her würde ich sagen. Nur den, an den ich ausführen soll. Fergus wird. Fergus ist schon wahrscheinlich der stärkere wird, ist der jüngere. Es ist. Ja. Tut mir leid. Wirklich? Diesen? Ich hätte ja den anderen gewählt, aber ich folge Ihrer Entscheidung, Captain Blaskowitz. Schon okay, Blasker. Es ist Krieg. Menschen sterben. Meine Zeit ist um. Scheiße. General Totenkopf. Heute erteilt er mir eine Lektion. Ich habe Leid und Tod gesehen. Verstümmelte und gefolterte Menschen. Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Aber solche Grausamkeit ist jetzt noch nicht. Bis wir zählen. Einatmen. Bis wir zählen. Ausatmen. Du nicht! Du bleibst hier! Oh, auf Wiedersehen. Den müssen wir jetzt bewältigen. Mit Zeitlinie verfolgen Sie mir. Bayert. Wie kann ich? Lass sie in Ruhe, Traveller. Ja, aber wie? Ich versuche ja. Das klappt doch nie. Verdammt. Aber eine Idee, Sir. Folgen Sie mir. Wie soll das denn klappen? Willst du eine Brechstange das Ding kaputt machen? Lass ihn in Ruhe, Traveller. So leicht sind die zu verfolgen. Wir müssen die Düsen des Verbrennungsofens zerstören. Heben Sie die Stange, zertrümmern Sie sie. Vater, hilf mir. Sir, uns bleibt keine Zeit. Benutzen Sie die Stange, Sie können die Düsen zertrümmern. Mach. Aber wie? Bitte, Captain, Sie müssen mir helfen, diese Düsen zu zertrümmern, sonst sind wir erledigt. Mach ja. Ah, okay. Und bleibt nicht viel Zeit. Controller,
Seite weg, du verdammte Nachbar! Ach du Scheiße, Maus 1. Befester Softworks Präsenz. Game by. Machine Games. Wolfenstein, The New Order. Damit nochmal offiziell willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir haben das Intro überstanden. Jetzt beginnt das richtige Spiel. Wie lange jetzt schon? 9 Wochen? Ja. Wir wissen immer noch nicht, wer er ist. Seit 9 Wochen hat sich niemand nach ihm erkundigt. Ich kann den Splitter nicht entfernen. Das würde nur alles verschlimmern. Ja, Doktor. Wenn das so ist, muss er in die Nerven kriegen. Wir können nichts tun. Sein Hirn ist beschädigt. Ja. Da drin sieht es aus wie Rührei. Ja, Doktor. Wie Rührei. Ich habe schon so lange auf sie gewartet. Und die Nerven anstatt. Oh, Scheiße. Er ist aufgewacht. Es geht der Horror los. Weißt du das? Vertrau mir, Mutter. Ich weiß es. Deine Tochter hat geheimnisvolle Kräfte. Sie ist deine Tochter. Ich habe nur eine Zutat gespendet. Papa! Ich sage es Ihnen noch ein letztes Mal. Ich möchte, dass Sie sofort diese Papiere unterschreiben. Haben wir uns verstanden? Was soll das heißen? Ach du Scheiße. Sie stehen unter meiner Aufsicht, nicht als Sklaven, die zum Wohl des Regimes eingesetzt werden müssen. Das sind meine Patienten. Diese Papiere sind in Ordnung. Sie sind General Totenkopf persönlich unterzeichnet. Haben Sie noch Fragen? Unterschreiben Sie! Ja. In der Freiheit der Deutschen. Kacke. Der schlimmste Ort, an dem man sein kann. Es wird schon alles gut. Bald ist es vorbei. In der Hölle ist es besser. Ich schieb sie ins Fenster. Es riecht. Heilanstalt im Zweiten Weltkrieg. Er ist ja nicht Zweiter Weltkrieg, aber. Seltsames Gefühl. Gefangen in meinem Körper. Sci-Fi in Zukunft. Ich vergeude Zeit. Die Jahreszeiten wechseln mit einem Wimpernschlag. Ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren. Sie eilen dahin wie ein Blatt im Wind. Aber es wird besser. Eins weiß ich immerhin. Ich bin in Polen. Ein Krankenhaus? Nein, eine Nervenklinik. Sie ist die Oberschwester. Das ist ihr Vater, der Nervenarzt. Ihre Mutter, so eine Art Pharmazeutin. Der Laden gehört wohl ihnen. Manchmal ist Weihnachten. Manchmal ein Geburtstag. Und manchmal lässt sich das Regime blicken. Führen Patienten in Handschellen ab. Wie im Selbstbedienungsladen. Der Arzt ist jedes Mal außer sich, unterschreibt dann aber doch. Hat wohl keine andere Wahl. Ich bekomme es mit. Gute Menschen, aber machtlos. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Mir geht es immer besser. Wegen ihr. Sie heißt Anja. Kümmert sich gut um mich. Um jeden hier. Sie hält den Laden zusammen. Hätte längst heiraten sollen. Aber irgendwie ist das nicht passiert.
Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Keinen Moment. Nein. 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 Der Messer. Kann ich es werfen? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Was hier vorgeht? Sie haben meinen Offizier im Dienst. Unsere Befehle lauten, nicht den Betreuer zu töten. Was machen wir mit der hier? Keine Ahnung. Papa? Bringt sie zu Keller. Das war ganz ruhig. Ganz ruhig. Scheiße, ich kann nichts machen. Hilfe! 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 Dreckiger Schwein. Und sie haben eine Waffe. Anja, wohin wollen die sie bringen? Beine weich wie Wackelpudding. Finger fühlen sich taub an. Die Mutter aller Kopfschmerzen. Na dann, auf geht's. Lasst uns Nazis kloppen, Nazis killen. Diese Weise sterben. Nazis kloppen, Nazis kloppen. Weiter nicht. Jetzt bin ich wieder voll bewaffnet. Alarm! Brauchen Verstärkung! Alarm! Kommen wir hier raus. Maschinengesandte erschießen Leute, die sich nicht wehren können. Können wir das hier wegmachen? Nee, können wir nicht. Wir raus hier. Schon einmal. Nennung. Eine Waffe, doppelwürfige Schrotflinte. Auf 5 oder was? Wie die Doppelten. Drei, vier.
Okay, dann nehme ich die. Wollte ich auch gerade sagen. Mit deiner Waffe wollte ich auch kurz sagen. Safe Point. Wie kommen wir hier raus? Wie ist das Gasse? Muss den Ausgang finden und Anja. Die waren wir doch schon mal. Hier geht's nicht lang. Wir laufen im Kreis. Notausgang. Das ist der Ausgang. Motorschloss. Von wo aus öffnet man das? Der anderen Seite. Von dort. Oh Scheiße. Kacke. Nachladen ausgerechnet jetzt. Verdammt! Wieder an derselben Stelle. Das gibt's doch nicht. Ich müsste mich mal ein bisschen besser verstecken. Das taktische Vorgehen. Darf ich die Waffe wechseln? Jo. Schnell noch looten. Wollte ich auch gerade sagen. Was hier? Ach du Scheiße. Am Arsch. Bereit!
Scheiße. Stürmen wir das Ding. Nicht gut. Messern kann ich die Drohne nicht. Was für der Scheiß. Oh Mann. Zu wenig Munition. Woher kommt sie? Scheiße. Munition. Und ab und zu uns mal was an Stinkst, man zählt. Nicht diese Patienten.